es 14 Uhr und wir können die heutige Veranstaltung des Kleintierzuchtvereins in Rudo D34 beginnen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich bei diesem schönen Sommerwetter hier in Rudo erschienen sind. Dieser Tag ist ja immer ein Wendepunkt vom Hochsommer zum Spätsommer. Aber die Temperaturen erfreuen uns noch und wir können hier locker und leger sitzen. Der Verein hat sich nicht gescheut, unter dem Vorsitzenden Edo Rasmussen wieder 700 Tiere hier auszustellen. Sittiche aller Art, Vögel, Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Fasane und natürlich die Kaninchen. Und besonders darf ich wieder auf unser Kaninchendorf hinweisen, das bestimmt die kleinen Besucher sehr stark anlocken wird. Auch die befreundeten Bienen sind wieder unter uns. Der Imkerverein ist hier und präsentiert sich wie in jedem Jahr herzlich willkommen. Darf ich nun den Schirmherrn der diesjährigen Veranstaltung, Herrn Bezirksbürgermeister Heinz Ruschkowski, das Wort übergeben, um die Veranstaltung und die Ausstellung zu eröffnen. Bitte schön. Ja, schönen Dank, Herr Professor Manegold. Also einen Schirmherrn brauchen Sie ja bei dieser Veranstaltung dieses Jahr nicht. Das hatten wir hier auch schon anders. Da hätten wir 5 Schirmherren gebraucht. Ja, die Zuchtfreundin, die Bienen, denn Rammler haben wir auch hier. Und ich habe, während ich da gesehen habe, hat ja einer Hahn die Henne da immer, er hat mit der so ein Kriegezett gespielt oder sowas ähnliches. Also es ist doch heute wieder ein Tag, an dem wir sehr dicht auch an den Wurzeln unseres Seins sind. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung wieder einen solchen Zulauf hat. Es ist eine sehr traditionelle Veranstaltung. Man kann dazu auch nichts Neues mehr sagen. Alles Gute, was es darüber zu sagen gibt, ist schon 5-mal gesagt worden. Ich erspare Ihnen das 6. Mal. Ich freue mich, dass es immer wieder Leute gibt, die Menschen gibt, die sagen, wir machen es im nächsten Jahr wieder. Wer einmal so eine Veranstaltung vorbereitet hat, weiß, was es bedeutet. Und er weiß, wie groß der Klumpen ist, der vom Herzen fällt, wenn man am Abend vorher schon aus dem Fenster schaut und sieht, sieht gut aus, und am Morgen aufwacht und sagt, es ist gut geblieben, es wird ein schöner Tag, dann ist eigentlich alles gelaufen. Also denjenigen, die ihr Hand angelegt haben, herzlichen Dank. Überall dort, wo Dinge sind wie Bonkasse oder sowas, gute Umsätze, und den Züchtern weiterhin einen guten Erfolg, die Veranstaltung und die Show ist eröffnet. Meine Damen und Herren, große Mühe soll auch belohnt werden. Ich darf nun die Gewinner der Ehren- und Sonderpreise bekannt geben und bitte die Sponsoren, die Preise zu überreichen. Den SG 1, gestiftet von unserer stellvertretenden Bürgermeisterin, Frau Stefanie Vogelsang, wurde verliehen auf Alaska-Kaninchen an Herrn Jürgen Steinwender. Der Jürgen kommt schon. Da ist der Jürgen. Ja. Herr Blesing, Stadtrat für Jugend, wird für Altenburger Trommeltauben Herrn Bernhard Stoll den SG 1 überreichen. Altenburger Trommeltauben Bernhard Stoll. Da kommt der Bernhard. Den Wanderpreis für Hühner, gestiftet von der SPD Rudo, den hat Herr Wolf Herrmann errungen und überreicht wird er von Herrn Knörr. Wolf Herrmann. Wolf ist nicht da. Einen SE1 haben wir von der CDU Rudo. Auf Satin-Kaninchen hat das Eduard Rasmussen errungen und Herr Steuer wird den Preis überreichen. Meine Damen und Herren, Sie gestatten mir bitte, dass ich noch eine kleine Begebenheit erzähle.
Wie viele vielleicht von Ihnen wissen, habe ich meinen zweiten Wohnsitz nach Niedersachsen verlegt. Und mein Altersruhesitz ist dort, halte mich also sehr viel dort auf. Und dort gibt es auch einen Kaninchenverein. Der ist ungefähr 30 Kilometer von Nienburg an der Weser entfernt. Und da wohnt ein junger Mann, der hat auch den ersten Preis bei den Kaninchen gewonnen. Und eine Reise nach Berlin, 3 Tage. Natürlich haben sie alle gesagt, wenn du nach Berlin fährst, dann musst du uns aber erzählen, wie das in Berlin war. Ja, der Tag kam auch ran. Er wohnte aber auch aus dem Dorf noch so mitten im Wald. Er rief also erstmal eine Taxe und ließ sich bis ins Dorf bringen. Von dort 30 Kilometer mit dem Bus nach Nienburg. Dort in den Zug, Hauptbahnhof Hannover. Von Hannover Zubringer zum Flughafen und dann ging es ab nach Berlin. Nach 3 Tagen flog er wieder zurück. Vom Flughafen Hannover, wieder mit dem Bus zum Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof mit dem Zug nach Nienburg, von dort mit dem Bus wieder in sein Dorf und dann rief er sich wieder eine Taxe und nach Hause. Alle warteten schon. Mann, wie war denn Berlin? Berlin war ganz große Klasse, sagt er, bloß so furchtbar abgelegen. Herr Gartner, Sie sind hier heute Gast auf dem Kleintierzüchterverein in Rudow, ebenso bei den Haus- und Grundbesitzern. Man hatte bei der Begrüßung erzählt, Sie wären 91 Jahre alt. Jetzt mal die Frage, wie haben Sie das gemacht, 91 zu werden, ohne wesentliche... ohne wesentlich sich zu verändern. Ich würde Sie auf 60 schätzen, vielleicht 65. Ja, mit dem körperlichen Zustand hat es sicher auch etwas mit Glück zu tun. Ich habe einmal Glück gehabt, dass ich in der Regel immer gesund war. Ich war noch nie im Krankenhaus, außer wenn ich mal einen Unfall hatte im Leben. Und habe auch entsprechend gelebt, mal etwas gegessen oder getrunken, was vielleicht nicht so gesundheitsfördernd war, aber eben mal ansonsten viel gearbeitet. Herr Gartner, Sie sind den Kleintierzüchtern verbunden, das heißt, haben Sie so etwas mal selber gemacht oder? Bitte? Sie sind den Kleintierzüchtern verbunden und jetzt die Frage, haben Sie so etwas mal selber gemacht, Tiere gezüchtet? Ich war in Kohlsdorf Süd in dem Kleintierzüchterverein ab 1962 Mitglied und ab 64 war ich im Vorstand und 33 Jahre Vorsitzender des Vereins und habe verschiedene Rassen Geflügel gezüchtet und Kleinchinchilla-Rasse von Kaninchen. Und war Vorsitzender bis zu meinem 90. Lebensjahr und habe jetzt die Rassetierhaltung abgeschafft und nur noch Hühner für Frühstückseier. Und ich habe in der Zeit, wo ich Vorsitzender war, ein großes Vereinsheim
aufbauen lassen, mit meinen Mitgliedern zusammen aufgebaut, zum großen Teil von Abrissmaterial und so weiter, so dass wir jedenfalls im Ostteil Berlins wohl die Einzigen sind, die im Besitz so eines Heims sind. Und jetzt bin ich außer Funktion. Also Kleintiere züchten war Ihr Hobby, ja. Ist Ihr Hobby bis heute, kann man sagen. Und kann es sein, dass diese Art Tätigkeit, Nebentätigkeit nehme ich mal an, dass diese Art Tätigkeit auch ein wenig jung hält? Ganz bestimmt hält das jung, weil man dadurch gezwungen ist, sich viel in der frischen Luft aufzuhalten. Man muss ja die Tiere pflegen, man muss die Stallungen in Ordnung halten und hat eben mit den, wegen den Tieren viel draußen in der frischen Luft zu tun. Man muss aber auch ein bestimmtes Verhältnis zu den Tieren haben, ja? Denn das Tier ist ja nicht so in der Lage, sich zu artikulieren, und da muss der Mensch sehr genau beachten und betrachten, was das Tier dann auch möchte. Wer keine Tierliebe hat, der braucht sich mit Rassetierhaltung und mit Ausstellungswesen gar nicht erst befassen. Da kann er hier zu so einer Ausstellung wie heute, kann er nicht mit Tieren gehen, die nicht mit Liebe und Sorgfalt aufgezogen sind. Da kann er keinen Pokal mit holen, wenn die dreckig sind. Nicht? Okay. Ja. Also ist das eine Grundsache, dass man ein gutes Verhältnis zu den Tieren hat? Die Grundlage dafür ist die Liebe zum Tier und damit auch die ordnungsgemäße Haltung und Fütterung. Kann man das auch auf den Menschen übertragen, das heißt das Miteinander, dass diese Tierhaltung auch das Miteinander unter den Menschen fördert? Ja, wir versuchen ja das miteinander zu verbinden, indem wir in den Vereinen auch immer danach trachten, Jugendgruppen aufzubauen und jugendliche Züchter zu fördern, mit entsprechende Tiere zu beschaffen und so weiter. Und aber es ist heute so, dass die Jugend nicht so... Das Interesse ist nicht mehr so groß wie früher. Nicht mehr so groß, ja. Aber ich gehe mal auf... Weil eben zu viele andere Freizeittätigkeiten sind, nicht? Ich gehe aber mal davon aus, dass irgendwann dieser Durchbruch bei der Jugend wieder kommen wird, dass die Liebe zum Tier sich wieder verstärken wird. Ja, naja, wir haben in unserem Verein von 30 Mitgliedern haben wir, also 30 ältere Mitglieder und dazu 10 Jugendliche. Ja, das ist doch ein gutes Feld. Wir haben die Jugendlichen so gefördert. Erstmal haben sie keine Kosten aufbringen müssen, wurde alles gratis gemacht. Und wir haben eigentlich bei uns die Jugend ganz schön jetzt zusammengefasst. Das ist doch ein gutes Zeichen, denn ist ja quasi ein Viertel. Ne? Ja. Aber es ist nicht in vielen Vereinen. Ich weiß nicht, wie das hier ist beim Rasmussen hier. Aber das ist ja auch ein Spitzenverein hier in Neukölln, nicht? Oder überhaupt in Berlin, nicht? Ja. Darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken? Herr Aurich, Sie feiern wieder eine Kaninchenausstellung, eine Tierausstellung. Die wievielte ist es? Die 43. Sommershow des D34. Also 43 Jahre wird hier schon ausgestellt. Richtig. Die 43 Jahre stellen wir hier Tiere aus. Zu Anfang klein gewesen, es wird immer größer. Zwischen 700 und 800 bis teilweise 900 Tiere haben wir hier. Das ist doch relativ viel. Also beteiligt sich doch eine große Zahl von Hauseigentümern, aber auch Laubeneigentümern oder Laubenmietern oder Pächtern sich an der Kleintierzucht. Das ist richtig. Wir haben also die Kleintierzucht ist ja mal aus den Eigenheimern, Grundbesitzer damals entstanden, wo nichts zu essen war, hat man sich die
Mümmelmänner sich an Land gezogen, hat sie groß gezogen und irgendwann kamen sie in den Kochtopf. Es musste dann Ernährung reingeschafft werden. Man hat in den Gärten ja auch die Mohrrüben und alles gehabt für sich und fürs Viehzeug. Und logischerweise ist immer mehr geworden. Heutzutage hat sich das umgedreht. Man macht das als Hobby und logischerweise auch dafür, dass man unter Umständen Kaninchen auch mal schlachtet oder Hühnchen, Hunde mal schlachtet. Also was wir heute so lapidar erzählen, ist ein Überlebenskampf gewesen, der nach dem Krieg geführt wurde und relativ lange geführt wurde. Denn ich erinnere mich, dass wir 1950 in Kreuzberg in einer Hinterhauswohnung auch Kaninchen hatten. Ja, und die nachher der Weihnachtsbraten waren. Ist richtig. Man, hier in der Gruppestadt zum Beispiel gibt es mit Sicherheit auf dem Balkon auch eine Stelle, wo Kaninchen hausen, wo Meerschweinchen hausen, was für die Kinder ja mehr geeignet ist. Kaninchen wird man auch halten, um zu sagen, okay, ist mein Weihnachtsbraten oder irgendwann ist er fällig. Ja, meist, wenn die Kinder dabei sind, wird er bis zum Ende, solange wie er will, lebt er dann das Feierabend. Ja, aber ist es nun mal so. In der heutigen Zeit ist es also nicht mehr das Essen wegen, sondern um das Tierlebewesen. Eine andere Frage. Der Haus- und Grundbesitzerverein ist ja relativ lange schon tätig. Hatten Sie von jeher Ihren Standpunkt hier oder waren Sie vorher noch woanders? Wir waren früher, es war hier in Rudow gewesen, die Gründung fand hier in Rudow statt und 56 haben sie das Grundstück hier gekauft und dann wurde daraus das Vereinshaus, seitdem steht es hier 1956, wurde das im Vereinshaus gebaut und da finden seitdem auch dann die Versammlung statt. Vorher waren wir immer in den Lokalen, die in Rudow waren, um die Versammlung abzuhalten. Der Haus- und Grundbesitzerverein ist ja in der Hauptsache eine Interessengemeinschaft der Grundstückseigentümer oder Hauseigentümer, die in gewisser Weise Rechtsbeistand brauchen oder andere Möglichkeiten suchen und das wäre im Verein vielleicht hier das Beste. Wir haben in unserem Verein seit einen Rechtsanwalt, Rechtsberatung mit drin, die wir bieten wir kostenlos mit an. Die Kosten trägt der Verein. Und dort einmal im Monat kommen sie mit ihren Sorgen hierher. Wir versuchen dann, diese Sorgen zu beseitigen. Wenn es nicht geht, muss mit dem Rechtsanwalt oder mit einem anderen Rechtsanwalt, es muss nicht der hier sein, er darf hier drin keine Verträge abschließen. Ich kann nur Ihnen empfehlen, sagen, okay, du kannst den nehmen. Geht dorthin, macht dort die rechtlichen Sachen, die mich denn nicht mehr weiter interessieren. Ich kriege nur den Erfolg, ist mit die zufrieden gewesen oder nicht zufrieden gewesen. Aber wenn die rechtliche Seite auf seiner Seite nicht ist, dann muss er mit dem Risiko auch leben, dass er nicht weiterkommt. Würden Sie jetzt auf den Plus sagen können, eine Problematik, wo den Hauseigentümer oder Grundstückseigentümer wirklich momentan der Schuh drückt? Nicht nur dem einen, sondern auch vielen. Ja, der große Schuh ist das Biokraftwerk, was im nächsten Jahr in Funktion gehen soll, was momentan im Genehmigungsverfahren läuft. Den Stand, Ist-Zustand kenne ich zurzeit noch nicht. Die Anhörungsprotokoll habe ich, aber alle anderen Genehmigungsverfahren, die laufen über die Ämter, genau ist noch nichts raus. Aber das ist der große Schuh, der uns drückt. Und was passiert aus Neukölln mit der Finanznot des Bezirksamtes? Wie weit verwahrlosen die Straßen? Wie weit verwahrlosen die Bürgersteige? Wie weit ist der Bürger unter Umständen für seinen Bereich nachher verantwortlich, weil Papa Staat es nicht mehr kann? Das ist die eine Sache und dann ziehen ja die Ämter auch noch Gelder ein für Straßen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt. Straßenerschließungskosten, danke. Sie meinen die Straßenerschließungskosten, Papa Staat ist pleite und es fällt ihm ein, dass er vor 20 Jahren eine Straße ausgebaut hat, die aber nie zur Abrechnung gebracht hat. Man müsste sagen, es verjährt ja irgendwann, aber es verjährt nicht. Und jetzt fangen sie an, die Schlussrechnung zu machen und jetzt kriegen die Bürger nicht nur hier in Neukölln, es geht ganz Berlin rum und die sind also erschrocken, wie auf einmal eine Rechnung kommen kann, weil sie nicht verstehen. Da die Vereine dort in diesem Bereich nicht gut gearbeitet haben, also die Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt nicht vorhanden war, um den Leuten die Informationen zukommen zu lassen, pass auf, Freunde, es kommt jetzt etwas. Ich habe meine Mitglieder über das Grüne Blatt informiert und habe gesagt, Freunde, Vorsicht, Geld zur Seite packen, es kommen Rechnungen. Und sie kommen jetzt, nach und nach.
Und die kommen jetzt nach und nach und die sind ja doch auch in erheblichen Summen. Das heißt, es sind keine Pappenstiele, die dort für einen Grundstückseigentümer entstehen, die ja meinetwegen 15 Meter Frontanseite hat. Ja, zwischen 10.000 Euro und 20.000 oder vielleicht 25.000 Euro kann einem schon die Überraschung kommen, innerhalb von 4 Wochen zu zahlen. Und dieses ist dann auch relativ schnell zu zahlen oder wird das auch gestundet oder kann das gestottert werden? Wie verhält sich da die Finanzdirektion? Es hat erstmal gezahlt zu werden. Wie die Finanzierung nachher über eine Grundschuld oder über Bausparverträge läuft, muss man sich dann ganz schnell oder sollte sich vorher schon im Klaren sein, wie es sein kann. Früher konnte man es hinten ranhängen an seine Grundschuld und hat hinten pfennigweise abgezahlt. Heute geht das nicht mehr. Die wollen abrupt das Geld sehen. Innerhalb von 4 Wochen muss es gezahlt werden. Ob rechtens oder nicht rechtens, es muss gezahlt werden. Wird dann eventuell bei Fehlverhalten zurückgezahlt. Aber im Prinzip erstmal zu zahlen. Und jetzt 20.000 Euro innerhalb von 4 Wochen zu zahlen, ist ja nicht gerade wenig. Und die Stotterung, Abzahlung, geht teilweise mit Grundbucheintragung, teilweise mit den Banken. Das muss man sich dann im Einzelfall wirklich rauskalbisieren. Also Herr Aurich, da ist dann der Rechtsanwalt gefragt, der das entsprechend bewertet und dann empfiehlt. Nein, nicht nur der Rechtsanwalt, sondern derjenige, der sich Geld irgendwo von irgendwo herholen muss, sprich Bank oder Verwandtschaft, Onkel und Tanten oder eine alte Oma muss Sparschulden plündern, muss drüber im Klaren sein, es kommt auf mich etwas zu. Ja, ist genau wie im Schornstein, die Sache kommt etwas auf einen zu, man weiß es, 2004, 2005. Was kommt da? Die Immunsschutzsituation, dass die, wenn die Anlagen ein gewisses Alter erreicht haben und die Grenzwerte nicht mehr erreichen, dann muss die Anlage neu gemacht werden. Heißt also, ich brauche unter Umständen einen neuen Schornstein, ich brauche unter Umständen eine neue Verbrennungsanlage, die dann auch mit 10.000 bis 15.000 Euro zu Buche schlagen. Und beides kann zur gleichen Zeit kommen. Also ist ja Hauseigentum grundsätzlich so zu bewerten, dass es gegenüber dem Mietgeschehen positiver zu bewerten ist. Es ist das natürlich zu bezahlen, aber in irgendeiner Form, irgendwann wird es abgezahlt sein. Dann kommen eventuell die Renovierungsarbeiten, die dann anschließend folgen könnten, nach meinetwegen 20 Jahren. Aber letztendlich muss man doch sagen, dadurch, dass man nur einen Teil dessen zu bezahlen hat, was man bei einer Mietung bezahlen müsste, ist ja der Hauseigentum immer zum Vorteil gegenüber allen anderen. Das ist richtig. Das Hauseigentum ist mein Eigentum. Ich zahle in meine Tasche rein, sehe dafür oder sorge dafür, dass mein Eigentum irgendwann mal abbezahlt wird oder komplett mir gehört, nicht bis der Bank gehört, der rote Teppich ausgerollt wird, sagen, okay, das ist jetzt mal alles meins, von der Türklinke fange ich an, bis zum Wasserhahn und im Zweifelsfall bis zum Fenster, gehört alles mir. Ich muss dafür Sorge tragen, dass ich meine Renovierung oder Restaurierungssachen auch in der Finanzierungsplanung einbeziehe, sie vorfinanziere oder sage, ich lege mir etwas einen Notgroschen zur Seite. Dafür bin ich selbstverantwortlich. In der Mietwohnung ist so, die Firma sagt, ich renoviere jetzt das Gebäude, du hast in Miete nachher 1.000 Mark mehr zu zahlen, weil eben alles andere neu gekommen ist. Und ich weiß aber hier schon, dass etwas kommt und kann vorbereiten. Ich kann sagen, ich lege mir eine Mark oder 2 Mark oder 10 Euro als Sparbuch zur Seite, spare es an über längere Zeit, gehe nicht ran und habe jederzeit dann etwas Geld zur Verfügung. Also wenn man das mal so berechnet, über meinetwegen 25 Jahre, Mietung, Mietkosten und Hauskosten gegenüberstellt, dann ist der günstige Schwerpunkt der, nämlich Hauseigentum. Richtig, für mich günstige in meiner Tasche ist meins, was ich da habe. Bei der Mietwohnung ist es, ich zahle mal was rein, muss alle 3 Jahre renovieren, bin verpflichtet, alle 3 Jahre zu renovieren. Im Mietvertrag steht es da drin. Beim Haus kann man sagen, ich renoviere erst nach 5 Jahren oder 8 Jahren, wenn ich der Meinung bin, oder nach einem Vierteljahr, wenn mir nicht mehr gefällt. Aber das ist mein Problem, was ich da drin gestalte. Beim anderen muss ich den Vermieter fragen, darf ich diesen Vorschlag umsetzen? Hier kann ich mal sagen, ich setze ihn um und es ist erledigt. Oder Bauamt sagt, Vergrößerung gibt es nicht. Eine Frage, die vielleicht für junge Menschen interessant sein mögen. Wäre es nicht gut, die Situation zu überdenken, dass junge Menschen, nicht die Jugend, aber der junge Mensch, meinetwegen 25 Jahre alt, verheiratet, noch keine Kinder oder ein Kind, dass man diesen jungen Leuten die Möglichkeit gibt,
den Hausbau finanzieren zu können über Bank und so weiter, dass gerade der junge Mensch anfangen kann, ein Haus zu nutzen, während der größte Teil der Hauseigentümer ja erst im mittleren Lebensalter Häuser nutzen kann, weil vor dem kein Geld da war. Auch ein 25-Jähriger hat zu dem Zeitpunkt, wo sein Portemonnaie reinguckt, auch gegebene Lehre. Denn das Problem ist, dass man 25 unter Umständen, wenn man Glück hat, sich eine gewisse Position erarbeitet hat und einen gewissen Stand hat. Aber meistens ist es so, dass sie mit 25 irgendwo von der Schule runterkommen oder vom Studium irgendwo herkommen und haben noch nichts. Wohnung können sie sich nicht leisten, Auto wollen sie haben, können sich aber auch nicht finanzieren. Also muss Mutter, Vater, Oma, Onkel und Tanten ran, um diese Finanzierung zu bewältigen. Und dann muss man sich erstmal zur Seite packen. Das dauert meistens 2-3 Jahre. Und da junge Menschen ja noch mit dem Leben, mit der Partnerin ja problematisch sich aufruft und nicht unbedingt sagen, es ist meine Lebenspartnerin für die nächsten 40, 50, 60 Jahre, sondern meistens ja noch diese Wechselphase noch dann ist und jeder will von seinem Standpunkt nicht wegtreten, ist immer die Problematik dabei. Was gibt man auf, was gibt man nicht dabei auf? Aber im Prinzip ist richtig, man sollte als junger Mensch heutzutage sowieso generell für die Rente schon zu sagen, okay, ich spare mir etwas für die Rente, sprich Bausparvertrag oder irgendeine andere Möglichkeit, nicht unbedingt Lebensversicherung, die ist ja sehr gekoppelt mit der wirtschaftlichen Situation, so etwas anzulegen, man spart eine Weile an, hat dann etwas. Und dann zu sagen, okay, ich arbeite darauf hin, etwas, mein Eigentum zu schaffen, das ist richtig. Man sollte wirklich früh anfangen damit. Die für meine Begriffe sicherste Kapitalanlage ist das Haus. Richtig, aber erstmal muss man es haben. Genau. Das ist, ja, erstmal schaffen. Und wenn man sich an unsere Jugendzeit zurückdenkt, dass man mit 18 ausgelernt hat und dann einen Stundenlohn hatte von 700 Mark, oder nicht Stundenlohn, sondern Entgelt von 700 Mark hatte, Abzüge der Sache, und von 700 Mark in der heutigen Zeit rechnet, dass man Wohnung zu bezahlen hat, Müllabfuhr zu bezahlen hat und alles, und die Lebenshaltungskosten ja auch nicht gerade billig sind, dann wird es aber arg eng. Ja, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn Sie den jungen Menschen auffordern, doch mal darüber nachzudenken, dass Hauseigentum an für sich die Krönung der ganzen Sache ist. Ist richtig. Ich fordere, sag mal so, ich wünsche mir von jedem jungen Menschen, der also im Berufsleben einschreitet, dieses Berufsleben auch über die Lehre erstmal übersteht, danach die Bundeswehr eventuell oder ein anderes Verfahren wählt, aber danach dann sagt, okay, ich habe etwas für mein Leben, für die Arbeit getan, habe meine Weiterbildung gemacht, solange ich so früh es reinkriegen kann, und danach anfängt, sich sesshaft zu werden und sagt, okay, ich lege jetzt mein Kapital oder mein Grundstück für meine Rente, meinen alten Renten, alten Teil, ich lege mein Grundstück da oder mein Wert dagegen, ich will mir ein Haus langsam zulegen oder ein Eigentum schaffen, und das, denn die nächsten, sagen wir, 7-8 Jahre darauf hinarbeitet, dieses Grundstück zu machen, aber von jedem, nicht bloß vom männlichen Wesen, sondern genauso vom weiblichen Wesen. Dass beide zur gleichen Zeit sagen, egal ob sie schon vereint sind oder nicht vereint sind, sondern jeder für sich sagt, ich lege diesen Grundstück, ich weiß nicht, was in 40, 50 Jahren auf mich zukommt. Denn keiner weiß, ob er in 20 Jahren noch seinen Arbeitsplatz hat oder in 10 Jahren oder in 2 Tagen noch hat. Das weiß keiner.